Sorry, Miei. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, August steht schon vor der Tür, ne? Wow. Die Sommerferien, Sommerurlaub, ne? Für viele, die auch verreisen, ne? Das ist wirklich ein Monat, der sehr viele Überraschungen haben kann, ne? Für uns. Wir werden uns sozusagen anschauen für alle 12 Sternzeichen, was bringt dir der Monat August, ne? Für alle 12 Sternzeichen. Ich bitte dich, höre dir bitte auch deine anderen Energien an, bevor du valutieren kannst. Das ist nämlich sehr wichtig. Das ist eine kollektive Legung. Das kann auf dich zutreffen, aber es muss nicht. Und wenn ihr mir folgt, wisst ihr ganz genau, dass ich nicht an Zufälle glaube. Auch wenn es nur ein Wort ist, das du umsetzen kannst, könnte es sozusagen dir behilflich sein. Okay, lass uns starten. Bitte geh einmal tief in dir hinein, visualisiere dich selbst, sehr wichtig, atme ein und atme aus. Wow. Okay, dann lass uns starten. Hallo lieber Wassermann, schön, dass du hierher gefunden hast. Lass uns zusammen den Monat August anschauen. Im Kollektiven, was bringt dir der Monat August in deiner beruflichen Situation und auch finanziell? Ne? Bitte bedenke, das ist ja eine kollektive Legung. Ne? Nicht alles kann auf dich zutreffen, lieber Wassermann. Hör dir auch die anderen Energien an und dann kannst du valutieren. Ne? Okay, dann lass uns starten mit den Keeperskarten in die materielle Ebene, ne? Für August. Rechtsprechung, kleines Kind. Oh, und Horizonte, ferne Horizonte. Aha, hier kommst du an, eine tolle neue Energie. Also, diese Rechtsprechung für dich ist folgendes. Im August könntest du hier eine Lösung finden auf deinem Problem. Du könntest hier auch gesundheitliche Einschränkungen gehabt haben. Ne? Das weist hier auf einen Arzt, ne? Ein Arztbesuch, der dir neue Informationen gibt. Du bist endlich angekommen, du weißt der Grund. Ne? Also wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber es sieht so nach aus, als wirst du hier eine Lösung finden. Ne? Diese Rechtsprechung ist immer eine Person, die dir weiterhelfen kann. Eine Situation, das könnte ja auch ein Anwalt sein. Ne? Wie gesagt, das kommt immer drauf an, in welcher Situation du dich gerade befindest. Lieber Wassermann, hier wird eine Lösung gefunden. Hier wird wirklich etwas Neues, ne? Eine Situation, die bis jetzt vielleicht keine Lösung gehabt hat, ne? Bis jetzt wusstest du nicht, wie du weitermachen kannst. Und jetzt endlich kommst du an, ne? Das ist so, als ob sich hier auch ein Wunsch von dir erfüllt, ne? Wie gesagt, das kommt immer drauf an, was du gerade für eine berufliche Situation hast, auch finanziell, ne? Das ist ja klar. Du wirst hier auf jeden Fall eine Lösung finden. Das kann auch gut sein, dass es hier tatsächlich um deinem Kind geht. Ne? Wie gesagt, zwei Menschen trennen sich, ne? Und wer bekommt das Sorgerecht? Ne? Das ist ja auch so. Das ist ja so, lieber Wassermann, bedenke bitte, dass wir ganz viele Menschen da draußen sind. Ne? Das kann auf dich zutreffen, aber es muss nicht. Ne? Wie gesagt, das ist hier auf jeden Fall etwas Neues, etwas Positives für dich. Ne? Wie gesagt, es wird hier eine Lösung gefunden. Ne? Okay, machen wir weiter mit den Tarotkarten für dich in August, ne? Im Kollektiven. Sieht schon mal sehr gut aus, ne? Hier wird eine klare Lösung gefunden durch einen Arzt, wenn du gesundheitliche Einschränkungen gehabt hast, ne? Hier haben sich ein paar Karten gedreht. Ja, die nehmen wir auch. Das sind sehr viele Karten. Die nehmen wir auch, ne? Aha. Pass auf. Du sollst hier gut aufpassen, ne? Lieber Wassermann. Das ist auch eine kleine Warnung. Ne, dass man hier wirklich nicht zu viel ausgibt, indem man sagt, das könnte auch gut sein,
Lieber Wassermann, du hast dir hier eine Hilfe geholt, ne, in diesem materiellen Aspekt. Das ist so, als ob hier auch manchmal irgendwie man tendiert, zu viel auszugeben. Sei bitte vorsichtig, ne, in dieser materiellen Ebene, ne. Wie gesagt, finanziell. Das könnte gut sein, du bist hier selbstständig, ne, und du musst dir jetzt eine Hilfe holen, ne, wie gesagt. Hier. Das könnte aber auch gut sein, dass du gesundheitliche Einschränkungen gehabt hast, ne? Fünf der Münzen kann auch das eindeuten, ne? Und deswegen hast du ja auch materielle Schwierigkeiten, ne? Finanziell. Das ist ja klar, wenn du ja selbstständig bist und du ja nicht weißt, ne, wie du machen kannst, wie du weiterkommen kannst, ne? Das ist ja klar, du bist auf dich selber gestellt, ne? Und dann muss man ja auch eine Lösung finden. Und das ist so, als ob man hier irgendwie eine Lösung findet, ne? Man arbeitet an dieser Lösung. Wie gesagt, falls du selbstständig bist, das könnte aber auch gut sein, dass du hier etwas abgeschlossen hast, ne, im Privaten, ne, wie gesagt, eine Trennung, ne, zwei Menschen haben sich getrennt, jeder geht seinen Weg und hier wird eine klare Lösung gefunden, die bis jetzt nicht war, ne, bis jetzt war diese Lösung nicht in Sicht, ne, das war keine richtige Lösung, die bis jetzt gefunden wurde und jetzt langsam kommt es zu einer Lösung, ne? Wie gesagt, aber Vorsicht ist hier geraten, ne? Wie du auch finanziell, ne? Wie du mit diesem Geld umgehst, ne? Wie gesagt, das könnte auch gut sein, dass du dir jetzt diese Hilfe holst oder du irgendwie eine Hilfe brauchst in dieser materiellen, ne, Ebene, ne? Wie gesagt, wir wissen ganz genau, der König der Stäbe ist ein Mensch, der unabhängig ist, aber manchmal braucht er auch diese Unterstützung, ne? Und diese Unterstützung brauchst du, ne? Das sieht man hier eindeutig. Das könnte auch gut sein, du bist an einem Projekt, ne? Du arbeitest gerade an einem Projekt und das ist so, als ob hier, wie kann man das sagen, du investierst sehr viel, aber es kommt noch nicht genug rein, ne? Also von dem her ist hier wirklich Vorsicht geraten. Wie gesagt, das könnte hier auch eine private Angelegenheit sein, das könnte hier auch dein Ehemann sein, lieber Wassermann, du hörst dir diese Legung an. Und das geht hier tatsächlich um deinen Ehemann, ne? Wie gesagt, hier geht das um eure Zukunft, ne? Das ist ja klar. Wenn hier jemand selbstständig ist, muss man ja auch schauen, wie man das auf den Füßen kriegt, ne? Wenn man hier, dass man hier eine richtige Lösung findet, ne? Wenn man eine Familie hat, wenn man auch Schulden hat, ne? Das ist ja auch klar. Aber wie gesagt, es ist hier sehr wichtig, dass man achtet, wie man mit dem Geld umgeht, ne? Dass man hier vorsichtig ist, ne? Wie gesagt, hier wird aber eine Lösung gefunden. Das kann hier auch eine Trennung hinweisen, ne? Zwischen zwei Personen, lieber Wassermann, ne? Das ist ja klar. Okay, das war deine Legung, ne, für August. Wie gesagt, das muss nicht alles auf dich zutreffen. Und wenn es auch nur ein Wort ist, setze es bitte um, lieber Wassermann, ne? Das ist dir überlassen. Das war deine Legung. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, ne? Tschüss, mach's gut.